Hey Clasher, wir haben den Monat der Pharaonen in Clash of Clans und passend dazu haben wir auch die nächste Herausforderung. Ich zeige natürlich, wie bei euch das Ganze genau so aussieht und überhaupt gar kein Problem habt, diese Herausforderung auf 3 Sterne zu bekommen. Falls ihr euch Angebote aus dem Ingame-Shop kaufen solltet oder zum Beispiel den Goldpass zulegen solltet, dann seht ihr gerne mit dem Creator-Code euren Lieblings-Creator unterstützen. Falls euch dieses Video gefällt oder allgemein den Kanal unterstützen möchtet, dann seht ihr gerne mit Code Itsu mich unterstützen. Dafür natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Dann, wir schauen uns jetzt an, wie dieses wunderschöne Dörfchen, ich glaube, einige werden es verfluchen, auf jeden Fall locker flockig legen könnt. Wir starten mit einem Unsichtbarkeitszauber und einem Inferno-Drachen. Wichtig die Reihenfolge. Unsichtbarkeitszauber und dann der Inferno-Drache. Ihr wollt den Unsichtbarkeitszauber direkt oberhalb des Rathauses schmeißen, dann in den Inferno-Drachen rein, circa bis 4 zählen und den zweiten Unsichtbarkeitszauber. Keine Angst, ihr könnt euch alle Zeit der Welt nehmen. Einfach die beiden Unsichtbarkeitszauber mit dem Inferno-Drachen für das Rathaus. Gar kein Problem, schafft er locker flockig. Als nächstes kommt dann jetzt die Königin. Und hier ist super wichtig, dass sie sich auf dem richtigen Feld platziert, denn sie hat den riesigen Pfeil mit dabei. Eine Ausrüstung, die ihr aktivieren müsst, um super viel Schaden auszuteilen. Es ist sehr wichtig, dass sie genau auf dieses Feld geht, denn damit aktiviert ihr den Unsichtbarkeitszauber, ihr kriegt die Luftfege raus und haut bereits Schaden auf den Monolithen raus. Denn das wird wichtig jetzt, sobald rechter Feuerball aktiviert wird und der nämlich alle Gebäude auf der rechten Seite rausbekommt. Wichtig ist, nutzt den Feuerball erst dann, wenn der Unsichtbarkeitssturm wieder ausgelaufen ist. Der Eisgolem kommt mit dazu und jetzt heißt es erstmal warten. Das ist richtig, einfach erstmal abwarten und euren Truppen oder eher gesagt euren Helden aktuell ein bisschen Zeit verschaffen, jede Menge Gebäude rauszubekommen. Das heißt, wie bereits am Anfang erwähnt, geht aktuell darum, alles ganz, ganz gemütlich zu machen. Es ist hier kein mechanisch anspruchsvoller Herausforderung oder ähnliches. Es geht einfach einzig und alleine um am Ende, nun ja, den richtigen Ansatz. Denn der richtige Ansatz ist am Ende, dass die Gladiatoren gleich unten mit dazukommt. Die spielen wir beim Elixierlager mit dazu. Wutzauber und Skelettzauber mit dazu. Die brauchen wir hinten raus nicht bei den Superdrachen. Und sobald dann der gegnerische König draußen ist, dann könnt ihr anfangen von der linken Seite und linke Seite mit allen Ballons und allen Superdrachen mit dazu. Einfach reinkloppen. Braucht ihr nicht strategisch irgendwie zu platzieren oder ähnliches. Einfach alles dort auf einen Fleck mit rein. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr an sich das meiste bereits geschafft haben. Ab und zu sterben mal ein, zwei der Helden. Aber es sollte kein Problem sein, denn ihr habt am Ende viel zu viele Superdrachen noch am Leben, als dass das irgendwie noch irgendwie aufgeheilt werden kann. Das heißt, eure Superdrachen gehen hier wunderbar mit durch. Die Gladiatorenfähigkeit könnt ihr benutzen, sobald sie irgendwie in Gefahr ist. Wichtig hierbei ist, weil die vielleicht die Ausrüstung nicht kennen, sie hat hierbei die Eilausrüstung aktiv. Das heißt, gleichzeitig hat sie noch eine weitere Ausrüstung aktiv, die ihr Trefferpunkte wieder zurückgibt. Das heißt, ihr wollt nicht zu früh auf jeden Fall die Gladiatorenfähigkeit nutzen, aber wenn sie ein bisschen Trefferpunkte verloren hat. Ansonsten war es das schon mit der Herausforderung. Ja, ich habe es euch gesagt, nicht allzu schwierig auf jeden Fall in diesem Ansatz. Lasst ihr auch hier wissen, was ihr davon haltet. Und ich bin sehr gespannt, was haltet ihr von den Skins? Ich muss sagen, das Pharaonen-Set, das sieht schon verdammt, verdammt cool aus, was natürlich über diesen Monat am Ende rausgebracht wird. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung geholfen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Clash-Video. Bis haut rein. Ich wünsche euch was und natürlich tschö, tschö.